So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, Wrath of the Lich King, Folge 192 und wir gehen Panzer fahren. Bum, bum. Sehr schön. So, wir müssen nämlich jetzt auf die Ebene fahren. Raus, sie Chupidu. Dann lass mich mal. Panzer. Ebene von Nazar. Hallo, Siga. Hallo, Eisenbahn. Ach, hier kann ich Bömmchen ablegen, genau. Hallo? Ich will da nicht raus. Spacken. Hallo, wieso? Willst du mich verarschen, du Kackvogel? Super, jetzt hast du mich aus meinem Ding rausgeschmissen und dann, was soll denn der Kack? Blöder Bock, du Blöder. Das ist doch nicht wahr. Zack, zu fix, ey. Darf ich wieder einen frischen Panzer holen, ne? Ja. So. Landminenbarriere, Fleischklopfer, Fleischsäge und verletzten Soldaten retten. Das ist gut. Ich glaube, die Animation ist falsch. Ich glaube, die sollte hier vorne kreisen. Das ist Stampfattacke oder Rambock hier. Und hier kann ich Minen raus, die dann hoffentlich liegen bleiben. So. Ui. Ui. Ah ja, stimmt. Und hier über die Fässer muss man drüber fahren, um Treibstoff zu bekommen. Ja, komm mal her. Bist du ein Verletzter der Horde? Ja, bist du. Ja. Was ist los? Muss ich auf dich drauf fahren oder was? Warum muss ich dich anvisieren? Ja, ich muss dich anvisieren. Okay. Gut gezielt. Ist halb gewonnen. Ups. Ja, wie? Quatsch. Als ob das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber gut, ich kann mich auch täuschen. Retten wir mal noch den Verletzten. Gut, also die Verletzten haben wir gerettet. Panzer fahren, Panzer fahren.
Panzer wegfahren. Panzer wegfahren. Okay. Wie kriege ich eigentlich meinen Panzer repariert? Hallo, Servus. Oh, ich habe keinen Treibstoff mehr. Ah, ich habe keinen Treibstoff mehr. Schnell, schnell, schnell. So. Oh. Brauchen wir einen Treibstoff. Da ist mein Treibstoff. Hilft ja nichts. So. Und Normoi. Gut, dann sammle ich euch halt auch noch ein. So. Größer. That's what she said. So. Ja, komm, dann stress mal ein bisschen. Ja, komm. Du auch noch. Oder auch nicht. Ich glaube, wir holen uns mal einen neuen Panzer. Ich glaube, der hält nicht mehr allzu viel aus. Und die Bomben scheinen irgendwie auch nicht so richtig zu funktionieren. Panzer braucht das Land. Vielleicht kann er ja reparieren. Okay, da macht einer einen wilden Ivan. Den nehmen wir nicht, wir nehmen nur gute Panzer. Die verrückten Korns behäuten. Das haben kein kurzfertiges Augenmuseum. Anführer der Geisel identifizieren müssen wir noch und ja, 42 Geiselviecher umlegen. Ist mit dem Maschinchen nicht so einfach. It's raining ghouls. Halleluja, it's raining ghouls. Raining ghouls. Haben wir ihn jetzt identifiziert? Ja, den Hans Wurst. Servus, Hans Wurst. Wow, hier, komm runter. Du kannst mir nichts, Keltusat. Oh doch, du kannst mir doch was. Ich bin schon wieder weg. Die gehen nicht. Ah, ich glaube, ich muss gleich schon wieder einen Panzer holen. Das ist furchtbar. Und was machen sie mit meinen Panzern? Ja, halt die Fresse, Q. Alle kaputt. Probefahren. Ja, so wie beim Probefahren. Wenn das erste Auto kaputt ist, gehst zum Händler zurück, holst ein neues. Sagst, ja, das hat nicht lang gehalten. Das nehme ich nicht. Habe ich den jetzt identifiziert? Nee.
Ja, wenn Gelandet in den Todesstoß sitzen würden. Seht nach, was dort vor sich. Hallo, ich war auf dem Gebäude. Ich habe quasi reingesehen. Hier, siehst du? Da. Hans-Otto Karl Gottfried hat mich sogar verfolgt. Die wirken halt nicht, die Minen, die wirken halt nicht, die Minen. Warum wirken die nicht? Warum nicht? Ich weiß es doch nicht. Muss ich vielleicht hier ranfahren? Und ich werde nachher mal todesmutig aussteigen und einfach mal drüber laufen. Mich der Kel'Thuzati wahrscheinlich killen. Vermutlich. Splotch. Noch 5. Treibstoff. Vielleicht habe ich es ja schon, habe es nur noch nicht gemerkt. Okay, jetzt habe ich den Anführer automatisch mitidentifiziert. Na, okay. Also hätte ich gar nicht drauf fahren müssen mehr. Gut. Dann können wir jetzt zurückfahren. So ein Teil müsste man eigentlich mal nachbauen und dann auf, na gut, auf öffentlichen Straßen darfst du damit nicht fahren. Aber wäre lustig. Also. So, ach so, zu wem muss ich denn jetzt hin? Ach, okay, Verstärkung trifft ein. Eigentlich haben wir mit dem Panzer auch durchfahren können. Ist das im Ding? Schattenpirscher. Der Schattenpirscher war im Gebäude drin. Ja, okay. Dann gehen wir zuerst nach da hinten. Da reiten wir links an der Küste entlang. Ich will nicht. Will nicht über diese Ebene mit dem ganzen Viechzeug. Das muss nicht sein. Wenn dann nur am Rande. Ganz, 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 ganz. Weit am Rande lang. Wie weit sind wir schon wieder? Ja, 14%. Ja. Hallo, Sie da. Hallo. Ah, guck mal, Kobalt. Ja, dann. Können wir zwar noch nicht machen, aber eines Tages wird all dies uns gehören. Ein Wollbullengedönse. Eieiei. Ach, okay. Nee, da müssen wir zuerst zu dem, der steht hier oben irgendwo. Bevor wir da unten rein räumeln. Müsste sein, oder? Ja, da ist er auch. Da ist er auch. Hi ho, mein Freund. Karux Schwur, du möchtest von uns Räuber und Bootsmänner getötet haben. Ja. Das sollten wir ja gerade noch hinbekommen. Am Arsch die Räuber.
eigentlich hier auch... Nein, Quest kann man hier noch nicht machen. Sonst hätte ich uns mal für Dörn zwischendrin angemeldet. Ich denke zwar nicht, dass wir noch brauchen, aber Dörn ist halt Dörn, also. Ach, ein Dudu. Ein Dudu-Dödö. Wer ist da drin? Brauchen wir da was? Ach, den brauchen wir danach, glaube ich. Naja, also wenn der Dudu da gerade ist, dann machen wir mal ein Päuschen. Ich sehe, wir haben 16 Minuten. Reiten wir mal wohin, wo es sicher ist. Und dann machen wir ein kurzes Päuschen und ich schaue so lange, ob es noch für eine Folge reicht. Wenn wir jetzt Schluss machen, könnte es reichen. Also so 20... Ja, na eher 40 GB bräuchte ich noch. Also, wenn es reicht, hören wir uns gleich wieder. Ansonsten in den nächsten Tagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.